Hallo und herzlich willkommen, liebe Wassermänner, zu eurem Monatsreading für den Februar 2024. Entschuldigung, ja, wir sind jetzt schon im zweiten Monat und der Pluto ist jetzt im Wassermann in eurem Zeichen. Kurz vorab für euch Wassermänner, alle die Sternzeichen Wassermann Aszendent sind oder das Mondzeichen im Wassermann haben, da beginnt wirklich eine große Veränderung. Ich würde mich wirklich interessieren, wenn ihr das mal in den Kommentaren schreibt, was bei euch da so anliegt. Also das Wassermann-Sternzeichen ist besonders, profitiert besonders davon. Ich habe jetzt, um das gleich nochmal anzukündigen, bevor wir mit eurer Legung hier beginnen, ein neues Projekt. Das hatte ich ja schon mal angekündigt und das ist jetzt ganz safe. Ich habe mich mit jemandem zusammengetan bei YouTube und zwar mit dem Kanal Back to Love by Sinja, ein Manifestationskanal und wir starten eine neuere Serie Manifestation mit der Astrologie. Und wir starten am 4. Februar wird das erste Video erscheinen. Da geht es um den Aszendenten, wie kann ich am besten manifestieren, wenn ich auf mich mein Aszendentzeichen berufe. Wird super spannend. Das erste Mal starten wir bei dem Kanal Back to Love bei Sinja. Dann geht das immer im Wechsel, im wöchentlichen Wechsel, also jeden Sonntag. Dann könnt ihr ein Video über Astrologie und Manifestation sehen. Ja, am 4. Februar geht's los auf dem Kanal Back to Love bei Sinja und dann die Woche später ist das hier bei Löwenherz und immer im Wechsel. Schaut da gerne rein. Das ist super spannend. Also wir haben schon ganz viele Themen, die wir besprechen möchten, euch näher bringen möchten, aber wir fangen an mit dem Aszendenten. So, jetzt muss ich einmal schnauben, entschuldigt. Ja, genau, das war so viel dazu und jetzt geht es los mit eurer Legung. Wir wollen schauen, wie sich das auch auf die Liebe auswirkt. Ich lege ja hauptsächlich geht es hier bei uns um die Liebe auf meinem Kanal. Aber die Energien könnt ihr auch umlegen auf andere Themen. Aber jetzt schauen wir erstmal. Für die Wassermänner, eure mentale Ebene, ich fange wie immer mit den Dänemark-Karten hier an. Eure mentale Ebene, was geht in euren Gedanken rum? Was treibt euch rum jetzt im Februar? Übrigens, alles Gute zum Geburtstag. Ihr seid ja die Geburtstagskinder. Jetzt in eurem Geburtstagsmonat, was geht euch hier in den Kopf herum? Eine Karte ist hier schon gefallen. Die lege ich jetzt gleich beide mal hin. Da haben wir einmal die Eulen und den Reiter. Eine Karte noch. Oh, das geht gut los. Ihr denkt hier, eure Gedanken, geht's um Treffen, um Einladungen, um schöne Kommunikation auch, ne? Also ihr schreitet hier richtig voran. Ihr kommt hier in Aktion in euren Geburtstagsmonat. Ihr könnt auch mit zwei Personen hier zu tun haben. Das vielleicht überfordert euch das ein bisschen, weil ihr mehrere Kandidaten da habt. Wir schauen weiter, wo müsst ihr euch mit auseinandersetzen. Übrigens, das Kartendeck habe ich noch hier. Wer eins möchte, meine Lenormand-Karten. Da schreibt mich gerne an oder geht über meine Website, das könnt ihr da bekommen. Ja, da haben wir das Kind auf der realen Ebene. Jetzt bin ich auf die Hauptenergie hier, auf euer Hauptthema gespannt. Jo, es geht um eine Person. Das habe ich hier eigentlich schon vermutet auf eurer gedanklichen Ebene, dass es da um jemanden Konkretes geht. Ja, und es geht um die Entscheidung. Um die Wege haben wir hier. Ein Neuanfang mit einer Person. Davor steht ihr, vor dieser Entscheidung steht ihr. Und ich nehme an, ihr habt hier zwei Kandidaten. Und es geht hier um eine Entscheidung. Also nehme ich den Alten zurück, in Anführungszeichen, oder beginne ich hier mit jemandem Neuem, was ganz Neues, ja? Ihr seid hier, glaube ich, im Februar heiß umworben mit Treffen, mit Kommunikation. Also da gibt jemand richtig Gas.
Und ich gehe auch davon aus, dass das diese beiden Kandidaten sind, die richtig Gas geben, dass ihr gar nicht so viel machen müsst und gar nicht braucht. Ihr habt ja zwei Bewerber. Und ihr steht vor der Wahl hier. Ich kläre das gleich mit den Tarotkarten auf, bevor wir in die nächste Reihe gehen. Die Auflösung sozusagen. Was gibt's denn da noch zu sagen für diesen Kandidaten? Erstmal auf die gedankliche Ebene. Da haben wir einmal sieben der Münzen und vier der Münzen. Das ist ja die Geduldskarte, ja. Ich glaube, meine lieber Wassermann, du bist hier am längeren Hebel und du entscheidest das und du lässt dich hier nicht so leicht. Ja, die müssen schon was tun, um dich zu bekommen, ja, mit dem vier der Münzen. Du bleibst da, wo du bist. Ja, du sagst vielleicht nicht viel, du lässt die anderen hier machen. Und mit den sieben der Münzen hier, du bist geduldig, bis hier was passiert. Also du lässt dich hier nicht so leicht ködern und nicht so leicht, ja, ich glaube auch von schönen Worten einwickeln lassen, ja. Das ist das, was hier bei dir nicht so einfach mehr zieht. Und du bist ja auch in der Situation hier, wir haben übrigens 2x2, die Wege stehen auch für 2 und die Eulen, wo du dir das auch aussuchen kannst und wo du auch einfach sagen kannst, okay, macht mal, ich kann mir hier Zeit lassen. Wenn der eine nicht mehr möchte, dann ist der andere ja auch noch da. Entschuldigt bitte, aber mich hat's erwischt, aber ich wollte die Monatsreadings natürlich machen. Für euch. So, wir machen weiter. Wir legen hier mal. Ja, es geht um zwei Personen. Mal schauen, was hierbei rauskommt, wenn wir die Tarotkarten hier noch rauslegen. Da haben wir zwei der Stäbe. Wieder zwei, ne? Wieder zwei, die Zahl zwei. Also es handelt sich um zwei Personen. So. Die zwei der Stäbe ist einerseits und andererseits natürlich immer zu lesen. Steht für Zuversicht, aber steht auch für dieses Nicht-Wissen. Du weißt es einfach noch nicht. Der schaut hier auf die Weltkugel, ist hier neugierig, aber weiß noch nicht, für was er sich entscheiden, was er sich oder für was du dich hier entscheidest, ja? Weil du hast hier zwei Möglichkeiten und du weißt es noch nicht. Deswegen bist du auch in dieser Haltung. Ich warte ab, ich bleibe hier in der Geduld. Mir kann hier auch nichts passieren mit den sieben der Münzen. Du siehst hier, du hast hier auch schon eine Münze zwischen den Füßen. Also es läuft, ja. Du brauchst noch warten, bis hier sich das eine oder andere noch zeigt. Du hältst dich zurück und weißt aber nicht genau, für wen du dich hier entscheidest. Du wartest ab. So, die nächste Karte. Haben wir acht der Kelche. Acht der Kelche. Ja, das ist eigentlich die Karte dafür, warum es dir so schwer fällt, dich zu entscheiden, weil du hier etwas zurücklässt. Also du musst ja eine Person zurücklassen. Außer du fängst eine Dreierbeziehung an, aber das willst du definitiv nicht, das glaube ich nicht. Also weißt du, du musst hier jemanden zurücklassen und das tut schon weh, ja? Das ist für dich nicht so einfach, hier dich für eine Person zu entscheiden, ja. Wir schauen mal weiter, wie es hier weitergeht. Und dann legen wir natürlich noch weitere kleine aus dem kleinen Tarotkarten raus. Wir schauen mal weiter hier. Zu viele. Wie geht's weiter hier zwischen euch? Nee. Das sind nur viele. So, da, die ist eindeutig aus. Da haben wir den Park. Da haben wir den Fuchs.
Und da haben wir jetzt noch eine Person. Ja, du willst hier keinen Fehler machen, ne? Du willst hier keinen Fehler machen und ich lege hier gleich nochmal auf den Park. Da geht es ja auch um das, ich öffne nicht mich für jemanden und das tust du hier erstmal nicht. Das haben wir mit den vier der Mützen hier angezeigt, dass du dich erstmal sehr zurückhältst. Und hier haben wir noch eine Person. Also wir haben ja auch tatsächlich zwei Personenkarten angezeigt. Bist dir aber nicht sicher. Ich lege hier nochmal weiter mit den Tarotkarten. Ich glaube, du bist sehr abwartend in diesem Monat. Da haben wir den Turm. Da haben wir den Turm. Ah ja, okay. Und die sieben der Münzen. Gut, die sieben der Münzen, der Kelche, sorry, das ist Neptun-Energie, das ist die Illusion, die Täuschung. Und mit dem Turm haben wir hier, es kommt hier was ans Licht. Es kommt hier was ans Licht, da kannst du den Park ja auch für sehen, also nicht nur für deine Nichtöffnung, sondern es wird hier was dargestellt. Es wird hier was rauskommen, ganz einfach, über eine Person. Die vielleicht nicht ganz die Wahrheit gesagt hat, aber ich glaube, es wird eine krasse Sache sein, weil der Turm ist wirklich monumental. Das ist nicht mal, ich habe hier etwas verschwiegen, um in einem guten Licht zu stehen. Das ist hier, ich habe dich komplett irgendwie angelogen oder ich habe dir was wirklich vorgemacht. Ich habe dir was vorgemacht mit den sieben der Kelchen. Ich habe hier dich getäuscht. Also die Entscheidung wird fallen. Ich kann dir nicht sagen, es geht um zwei Personen. Aber bei einer Person wirst du hier feststellen, nee, das ist nicht so ganz so, wie mir das hier weiß gemacht worden ist. Wir legen hier nochmal auf den sieben der Kelche und auf den Turm. Eine Karte nochmal aus dem Tarot. Ritter der Münzen. Du lässt dir auf jeden Fall Zeit. Weil der Ritter der Münzen, das ist die absolute Sicherheit auch. Das deckt sich auch mit den vier der Münzen hier. Letztendlich ist es dir wurscht, ob das jetzt schnell geht. Du willst einfach, dass es richtig funktioniert. Und ich glaube, in dieser Phase, weil du dich einfach nicht entscheidest, weil du den ganzen Ding Zeit lässt, und dir auch nicht sicher bist, ja, mit dem Zwei der Stäben, was soll ich tun, lässt du dir Zeit. Und in diesem Kontext wird hier irgendwas rauskommen, bezüglich einer Person, wo du schon, glaube ich, hier wirklich dass es auf eine Person halt, dass du dich auf eine Person weiterhin nur konzentrierst. Also eine Person wird hier, glaube ich, wegfallen, weil das ziemlich krass ist, was hier rauskommt, ist eine Täuschung. Ich habe jetzt aber auch nicht. Ich lege da nochmal auf. Ich lege nochmal eine. Ich will nochmal eine auf den Turm, wie das dich jetzt überhaupt trifft, ja. Letztendlich, gut, du hast zwei Personen und wenn du dich schon nicht entscheiden kannst, dann denke ich mal, dann ist es vielleicht auch für dich so, okay, jetzt fällt irgendjemand weg, jetzt hat sich das Problem von selbst, ich muss mich hier mehr entscheiden, weil das ist ein No-Go hier. Ja, nochmal. Nochmal die sieben der Kelche. Nochmal hier die Illusionskarte, die Täuschungskarte. Also hier hat dich jemand getäuscht. Eine von den beiden Kandidaten im Februar war nicht ganz ehrlich zu dir. Das kommt hier ans Licht. Ziemlich brachial. Das ist immer von außen. Dir wird was zugetragen, wo du denkst, aha, alles klar. Meine Entscheidung ist hier gefällt auf eine Person. Okay, das geht ja schon gut los hier in deinem Geburtstagsmonat. Jetzt legen wir die Sacred Destiny Karten. Die nehme ich ja jetzt immer dazu. Zu dem Monatsreading. Als Hauptthema, so als Energie, was gibt es da noch so zu sagen? Na komm. Eine Karte aus diesem Deck. Freude.
Spatz auf der Frühlingswiese, Freude. Also diese Karte habe ich auch noch im Kopf, deswegen brauche ich das Büchlein jetzt nicht dazu Rate ziehen, das weiß ich noch. Hier geht es bei der Karte, dass man erstmal Spaß haben sollte und das auch noch nicht so tiefgründig alles nehmen sollte, sich nicht, also es geht hier um deine Entscheidung, die sollst du hier nicht gleich fällen, du machst das genau richtig. Du bist in einer Position, wo du dir das aussuchen kannst. Und du bist in einer Position, wo du das auch genießen kannst, dass hier zwei Menschen um dich rumbuhlen. Das andere wird sich hier für dich sowieso erledigen, weil hier was rauskommt. Also, dich wird das hier nicht so tief treffen, das sagte ich ja vorhin. Dass du komplett entsetzt bist, was dieser Mensch jetzt hier gesagt, getan hat. Oder in welchem falschen Licht er sich hier dargestellt hat. So bist du relativ entspannt. Also, das wird ein Monat für dich, wo du es laufen lässt, wo du diese anderen beiden hier mal machen lässt und der Rest erledigt sich von selbst. Du musst hier nichts entscheiden. Um welche Person es geht, kann ich dir natürlich nicht sagen, aber ich schaue natürlich im fortlaufenden Reading dazu, was ich hier dir verlinke, auf diese Person, wie die ist, was da, wie es weitergeht zwischen euch. Da habe ich ein Sternzeichen. Die Sternzeichenwürfel, eine Zeitkarte und eine Liebesorakelkarte noch. Da schauen wir uns diese Menschen dann genau an, um was es geht. Private Legung und astrologische Beratung. Schau da gerne auf meine Website oder schreib mich an. Wenn du ein kostenloses Vorgespräch für eine astrologische Beratung haben möchtest, kannst du mich gerne anschreiben. Dann schnacken wir 15 Minuten vorher, weil ich genau wissen will, um was du wissen möchtest. Ja, das ist immer bei astrologischen Beratungen. Die können sehr lang werden. Und ich möchte dann genau wissen, ja, und auch, dass du das dir auch was bringt. Ja, dann schreib mich gerne an. Ja, ansonsten freue ich mich natürlich über Abo, Kommentare und auch mal den Hinweis, am 4. Februar geht's los mit meinem Partnerprojekt auf dem Kanal Back to Love by Selma, manifestieren mit der Astrologie. Super spannend, schaut da rein. Ich wünsche euch einen neuen Monat. Macht's gut, eure Lieben Herzen.